spannend und dramatisch die Partie in dieser Phase. Ivan Auskas. Albert aus dem Stand mitten ins Nürnberger Herz. Das 3:2 und Jörg Albert hatte seine Leistung mit seinem ersten Treffer im HSV-Trikot gekrönt. Ivan Auskas, Jordan lässt durch, Alberts, drin das Ding, 80. Minute, 1:2. Freudetrunken, dieser Alberts. Drei Hamburger beieinander, Letschkow, Spörl und Alberts, kurz aufgelegt und drin. 1:1 in der 90. Minute, 6. Tor für Alberts und die Rettung in letzter Sekunde. Das hätte keiner mehr gedacht und es war auch schmeichelhaft für die Hamburger. Aber der Freistoß, der war schon Weltklasse. Hubchev. Alberts. Und da ist es passiert. 12. Minute, 1:0 für den Hamburger Sportverein. Ali Alberts, sein drittes Saisontor. Ein richtiger Flatterball für Perry Bräutigam. Wirklich absolut nichts zu halten. Ein klasse Tor. Fischer auf Alberts, 20. Minute, das 1:0 für den HSV. Jörg Alberts mit seinem 9. Saisontor. Fach geht nicht ran, läuft diagonal und dann die Strafe, Beinschuss, unhaltbar für Heine, 1:0. Wir hüpfen in die 90. Minute und da kommt doch tatsächlich Ali Alberts und dreht an der Glücksschraube das 3:2 für den HSV. Pletsch gewinnt zwar das Kopfballduell gegen Yeboah, doch davon profitierte nur Linksfuß Jörg Alberts.